No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Darrow's Water Park. Für James Sunderland und seine Frau einst ein Ort der schönen Erinnerungen und des Friedens. Während ihres Urlaubs in Silent Hill verbrachten sie dort einen ganzen Tag, nur um auf das Wasser des Toluca Lakes zu schauen. Genau deswegen versucht James, den Rosewater Park in Silent Hill 2 zu erreichen. Der Brief seiner verstorbenen Ehefrau führt ihn dahin, da er glaubt, dieser sei der besondere Ort, den Mary in ihrem Brief meint. Heute schauen wir uns diesen besonderen Ort etwas genauer an, und ich zeige euch, was ihr dort finden könnt und welche weitere Symbolik sich an diesem Ort verbirgt und wie viel Geschichte. Deswegen stellen wir uns heute die Frage, was ist der Rosewater Park? Der Rosewater Park liegt am südlichen Ufer des Toluca Lakes in South Vale der Stadt Silent Hill. Er bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den Toluca Lake, sondern beherbergt auch zahlreiche Denkmäler, die nicht nur historische Persönlichkeiten zeigen, sondern auch meist traurige Ereignisse, die in Silent Hill passiert sind. Die wohl prominentesten Denkmäler sind die von Jennifer Carroll, Patrick Chester, sowie ein Denkmal, das an eine Katastrophe erinnert, die vor sehr vielen Jahren stattgefunden hat. Zu diesen Denkmälern komme ich allerdings später etwas genauer in der Symbolik zu diesem Ort. Der Park enthält neben den zahlreichen Denkmälern zusätzlich ein Pavillon, ein kleines Gebäude am Eingang des Parks, wo auch eine Steintafel mit dem Namen des Parks zu finden ist, einen Steg mit einem weiteren kleinen Häuschen sowie einem Imbissstand. James besucht den Rosewater Park in Silent Hill 2 zum ersten Mal, seit er mit Mary den Urlaub in Silent Hill verbrachte. Es ist sein erstes großes Ziel, als er in Silent Hill ankommt, da Mary in ihrem Brief an James, wie schon erwähnt, von einem besonderen Ort redet, wo sie auf ihn warten soll. Als er den Rosewater Park schließlich erreicht, glaubt er mit großer Freude, seine lebendige Frau wiederzusehen. Diese Freude vergeht ihm allerdings schnell, als er merkt, dass die Frau, die er für Mary hielt, eine Frau namens Maria ist. Seine Enttäuschung wechselt jedoch zu Neugier und er ist verblüfft, da Maria seiner Frau Mary sehr ähnlich sieht und sie ihre Zwillingsschwester sein könnte. Während ihres Gesprächs sieht James ein, dass der besondere Ort, den Mary im Brief erwähnt, nicht der Rosewater Park sein kann. Und ihm wird klar, dass es sich dabei nur um das Lakeview Hotel handeln kann, dem Ort, wo sie während des Urlaubs untergebracht waren. Maria begleitet James von da an und sie machen sich auf den Weg zum Lakeview Hotel, was sich durch einige Ablenkungen jedoch als schwieriger erweist, als James zunächst vermutete. Später, nachdem Maria von Pyramid Head getötet wurde und James sich in der Otherworld, der Stadt, wiederfindet, führt ihn sein Weg zurück zum Rosewater Park. Dieses Mal jedoch, um einen vergrabenen Schlüssel zu finden, welcher sich hinter der Statue von Jennifer Carroll befindet und James letztendlich zur Silent Hill Historical Society führt. Symbolisch steht der Rosewater Park für einen Ort der schönen Erinnerungen und positiven Gefühle für James und seine Frau Mary. Dieser war der erste Ort, an den James dachte, als Mary in ihrem Brief schrieb, sie würde an ihrem besonderen Ort auf ihn warten. Statt Mary trifft James im Park jedoch auf Maria. Und hier sehe ich für James eine Entscheidung, die er treffen muss. Ich bin persönlich einer der Silent Hill Fans, die glauben, James wäre nach Silent Hill gekommen, um sich nach dem Mord an Mary das Leben zu nehmen. Und wäre der Brief oder die Manifestation des Briefes nicht gewesen, dass er dies auch getan hätte.
Wenn man es so sieht, könnte Maria, eine Manifestation von James' inneren Wünschen und Gelüsten, als ein weiterer Weg angesehen werden, den James bestreiten kann. Die Stadt stellt ihn mit Maria vor eine weitere Prüfung, welche er sich stellen muss. Die Stadt will ihn nicht einfach Suizid begehen lassen, damit sein Leiden vorbei ist. Nein, sie will, dass er sich alles mit seiner Reise eingesteht und daraus lernt. Dabei stellt sie ihn vor Versuchungen wie Maria, um ihn zu testen und dafür zu sorgen, dass er den richtigen Weg geht, zumindest den Weg, den die Stadt für richtig hält. Neben der Option, einfach Selbstmord zu begehen, wie er es möglicherweise vorhatte, wird ihm gezeigt, dass er auch mit Maria ein neues Leben beginnen kann, da sie all das ist, was er als die perfekte Frau empfindet. Wenn er sich dieser Versuchung hingibt und sich an Maria, eine Manifestation, eine Fantasie, klammert, dann wird er jedoch bestraft, wie im Maria-Ende zu sehen ist. Er würde damit schließlich einfach eine Abkürzung, sag ich mal, nehmen und einfach wieder alles verdrängen, was er tat, genau wie bereits vor dem Spiel. Er soll akzeptieren, dass er Mary getötet hat und damit persönlich abschließen und weiterleben oder letztendlich doch Suizid begehen. Die Denkmäler im Rosewater Park zeigen, wie schon erwähnt, Persönlichkeiten und Ereignisse der Stadt Silent Hill. Die Statue von Jennifer Carroll ist, wer hätte es gedacht, zu Ehren von Jennifer Carroll. Sie war nicht nur ein Mitglied des Ordens, sondern auch eines ihrer Gründer. Und sie wurde von Christen aufgrund eines Konflikts durch politische Opposition verfolgt und schließlich getötet. Dies wurde später fälschlicherweise als Antwort auf die Gründung des Ordens gewertet. Und Jennifer Carroll wurde eine Heilige im Orden. Seltsamerweise wurden die Stellen, wo Jennifers Name und die Christen beschrieben werden, beschädigt, möglicherweise um zu vertuschen, dass Christen dafür verantwortlich waren. Zudem wurde wahrscheinlich die Carroll Street nach ihr benannt, wo sich auch das Brookhaven Hospital befindet. Die Statue von Patrick Chester ist Patrick Chester gewidmet, einem Soldaten, der im Sezessionskrieg gekämpft hat und dort schließlich gefallen ist. Das englische Silent Hill Fandom erwähnt zusätzlich, dass sein Sohn Edward auch dort gekämpft hat und lebend nach Hause kam. Allerdings ist das komisch, weil der erste Satz auf dem Denkmal lautet Patrick Chester, Son of Edward, also Patrick Chester, Sohn von Edward. Das würde bedeuten, dass Edward Chester sein Vater ist und nicht sein Sohn. Allerdings sagt der Comic Past Life auch, dass Edward Patricks Sohn war. Das dritte und letzte Denkmal, das eine Inschrift besitzt, ist das sogenannte Rosewater Memorial. Dieses erinnert an 67 Personen, die aufgrund einer Krankheit, vermutlich einer der Epidemien in der Geschichte von Silent Hill, verstorben sind und nun auf dem Grund des Toluca Lakes ruhen. Symbolisch könnte man dieses Denkmal als ein Foreshadowing sehen, wenn das In-Water-Ende das kanonische Ende ist, da Mary erst an ihrer Krankheit litt und schließlich auch zusammen mit James im Toluca Lake ruhen wird. Eine letzte Statue bildet zwei kopflose Männer, die sich die Hand schütteln. Obwohl ich sagen würde, dass es sich lediglich um ein Denkmal handelt, welches für die Stadt relevant ist und für seine Geschichte und nichts mit James zu tun hat, könnte es durchaus ein Symbol für die beiden Pyramid Heads am Ende des Spiels sein. Dass beide Männer keinen Kopf besitzen, könnte eine Anspielung darauf sein, wie die beiden Pyramid Heads sich gleichzeitig das Leben nehmen, indem sie sich ihre Köpfe mit ihren Speeren aufspießen. Der Händedruck könnte symbolisch dafür stehen, dass sie nun ihren Sinn als James' persönliche Henker gemeinsam erfüllt haben und nicht mehr gebraucht werden. Abgesehen von Silent Hill 2 hat der Rosewater Park einen kleinen Auftritt in Silent Hill 3 sowie dem Comic Sinner's Reward. In Silent Hill 3 ist der Park durch ein verschlossenes Tor nicht betretbar und somit nicht weiter relevant für den weiteren Verlauf des Spiels. Allerdings gibt es als zusätzliche Anspielung die sogenannte Rosewater's Chocolate im Sweet Factory Store im Lakeside Amusement Park. In Sinner's Reward, wozu ich irgendwann ebenso ein Video bringen werde, begibt sich der Protagonist Jack Stanton gegen Ende des Comics zum Rosewater Park. Jack war ehemals ein Hitman, der eine Frau namens Sarah Linwood sowie ihre Familie tötete. Sarah erscheint ihm beim Rosewater Park als Manifestation und überredet ihn dazu, Selbstmord zu begehen, als Strafe für die Ermordung von ihr, ihrer Familie sowie allen anderen, die Jack getötet hat, was Jack schließlich auch tut.
Das war's aber auch schon mit dem Video, liebe Silent Hiller. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was denkt ihr über den Rosewater Park und was für eine Symbolik habt ihr zu diesem Ort? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, meine lieben Silent Hiller. Ich wünsche euch allen einen tollen Tag und verabschiede mich damit von euch. Ich war euer Silent Honesty. Auf Wiedersehen.